Nein, was motiviert eigentlich? Ich fange jetzt mal von vorne an. Ehrenamt, ich überlege, soll ich hergehen, soll ich mich ehren lassen, ist für mich gar nicht so wichtig. Vielmehr ist für mich wichtig, dabei sein zu dürfen. In 21 Jahren habe ich ganz viele Geschichten sehen dürfen. Einige sind bei mir angekommen, da waren sie 10, jetzt sind sie mittlerweile Familienvater. Und ich bin ganz, ganz froh, und das ist die Hauptmotivation, dabei sein zu dürfen. Wenn Sie mit Menschen arbeiten, kriegen Sie viele Geschichten mit. Ich bin dankbar über jede Geschichte, die ich erleben durfte. Vielen Dank. Wir werden Ihnen ganz kurz, es ist wirklich ganz kurz, weil wir im Grunde genommen improvisieren mussten. Ich lag die Woche da nieder, ich war krank, aber die Kinder sind gut drauf. Wir zeigen Ihnen ganz kurz, was gerade ist. Wir nutzen die Chance, ganz kurz zu zeigen, was die Kinder bei uns lernen. Dazwischen haben wir Deutsche Meister, da haben wir engagierte Schüler dabei. Und ich darf einfach die Kinder nach vorne bitten. Seine Kraft zu entfalten, aber sich so zu beherrschen, dass andere nicht verletzt werden. Und die zweite Geschichte, das nennt sich Tata, der Kampf gegen gedachte Gegner. Viele sagen dazu auch Schattenkampf, obwohl, das, wenn ich jetzt anfange, darüber zu referieren, sind wir um 20 Uhr fertig, die sagen dann nochmal nach. Schaut euch das einfach mal an, was die Kinder hier drauf haben, und dann alles verholen. Vielen Dank. Und ich ziehe mich jetzt einfach mal zurück und genieße die kleinen Worte. Okay. Ach, du bist ja der Piept. Schumini! Recht! Jede zweite nach vorne. Jede zweite nach vorne. Umdrehen. Fahrt nach oben. Abstand machen. Fahrt nach rechts. Sandbaumkomitee. Fenster Seite. Gedanke bei Kamate. Jodan. Judan. Weigeri. Hey!
Herr Overin, wann treten Sie ein? Ja.